Russland hat sich erstmals militärisch in den Bürgerkrieg in Syrien eingeschaltet. Russische Kampfjets bombardierten nach Angaben des Kreml Munitionsdepots und Treibstofflager der Terrormiliz IS. Bilder, die einen Luftangriff heute in Syrien in der Gegend von Homs zeigen sollen. Zivilisten, darunter auch Kinder, kamen dabei ums Leben. Hat Russland heute statt IS-Stellungen die Anti-Assad-Opposition bombardiert und Zivilisten getötet? Paris, Washington und die syrische Opposition haben Hinweise darauf. Die USA fühlen sich außerdem unzureichend informiert über Moskaus Luftangriffe. Russlands militärisches Eingreifen in Syrien hat bei westlichen Staaten Besorgnis ausgelöst. Lavrov selbst leitete die Sitzung des Sicherheitsrates und betonte, die Anti-IS-Koalition sei über das russische Vorgehen informiert gewesen. Und wenige Stunden später flogen russische Bomber dann auch die ersten Angriffe. Angeblich auf Stellungen der Terrormiliz des Islamischen Staates. Fest steht, der Konflikt in und um Syrien hat heute eine neue Eskalationsstufe erreicht. Gott helfe uns, rufen sie. Die Stadt ist getroffen. Raketen von MiG-Kampfflugzeugen, mehr als 5 Treffer seien es. Nun haben sie erste Einsätze geflogen. Doch galten diese wirklich dem Islamischen Staat oder doch der Opposition in Syrien? Wenn wir sagen, wir werden den IS bombardieren, dann wird Moskau wahrscheinlich auch andere Teile der syrischen Opposition bombardieren, die zurzeit vielleicht eine noch größere Bedrohung für das Assad-Regime darstellen. Galt also der Luftschlag der Russen in Wahrheit ihr? Russlands Verteidigungsministerium dementiert scharf und veröffentlicht im Internet diese Bilder. Kommandoposten des Islamischen Staats in den Bergregionen wurden vollständig zerstört. Mindestens 27 Menschen seien durch die russischen Angriffe heute getötet worden, meldet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Auf der anderen Seite, aus Sicht der Amerikaner ebenso gefährlich, die Russen könnten willentlich oder nicht Verbündete der Amerikaner bombardieren. Die Russen haben laut amerikanischer Darstellung eine Stunde vor Beginn der Luftschläge einen Geheimdienstoffizier in Bagdad in die amerikanische Botschaft geschickt und haben verkünden lassen, dass man jetzt beginne, dass man den Amerikanern empfehle, doch den Luftraum Syriens zu meiden. Denn Russlands Präsident Putin hat heute in den Krieg von Machthaber Assad gegen die Rebellen eingegriffen auf Seiten Assads. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Luftschläge gelten der Terrormiliz Islamischer Staat. Bestätigt ist das aber nicht. Die russischen Bomber hinterlassen auch in Wohngebieten Tod und Zerstörung. So zeigen es angeblich verschiedene Videos. Derweil gerät Präsident Putin in Washington massiv unter Druck. Der republikanische Verteidigungspolitiker John McCain hat Obamas Strategie für gescheitert erklärt. Er hat gesagt, Putin sei ein übler Schurke, mit dem man nicht verhandeln solle, sondern den man in seine Schranken weisen müsse. Und er hat gesagt, man solle jetzt die amerikanischen Kampfjets anweisen, die russischen Jets aus der Region zu vertreiben. Also das Ganze steht hier mehr auf Eskalation, denn auf Entspannung. Das klingt nicht gut. Amerikaner und Russen müssen sich künftig wohl abstimmen, wenn sie beide im Luftraum über Syrien unterwegs sind. Wen genau bombardieren die Russen? Wienert Wernicke berichtet. Einschläge russischer Bomben. Diese Aufnahmen sollen heute in der Stadt Omsk gemacht worden sein. Es sieht aus wie Treffer in Wohngebieten. Laut dem russischen Verteidigungsministerium nicht zutreffend. Aber laut syrischer Opposition werden die bombardierten Regionen von gemäßigten Rebellengruppen kontrolliert. US-Außenminister Kerry erklärte in New York, man mache sich Sorgen, sollte Russland Gebiete angreifen, in denen keine IS-Terroristen sind. Nach Angaben syrischer Beobachter seien dabei etwa 30 Menschen ums Leben gekommen. In Anbetracht dessen, dass die meisten Syrer nicht vor dem Islamischen Staat, sondern vor den Bomben Assads fliehen, wird das russische Eingreifen den Flüchtlingsstrom nicht mindern. الله أكبر.
Im Osten der Ukraine haben pro-russische Separatisten einen Hubschrauber des Militärs abgeschossen. Nach Angaben der Regierung in Kiew wurden bei dem Angriff in der Nähe von Slawiansk 14 Soldaten getötet. In der Region um die Stadt, die als pro-russische Hochburg gilt, werden offenbar auch die seit Montag vermissten OSZE-Beobachter festgehalten. Das sollen Bilder sein, die einen heute von Separatisten abgeschossenen Militärhubschrauber zeigen. Abgestürzt in Slawiansk, einer Hochburg der Separatisten. 12 Soldaten, darunter ein General, kamen dabei ums Leben. Die Separatisten haben am Morgen einen Militärhubschrauber abgeschossen. Bernhard Lichte berichtet. Triumphierend stellen die Separatisten ihren Erfolg ins Netz. Der Hubschrauber der ukrainischen Armee getroffen von einer mobilen Bodenluftrakete. 14 Soldaten sterben, darunter ein General. Im März 1999 begann die NATO ihren Krieg gegen Jugoslawien aus angeblich humanitären Gründen. Unter den Kriegsfolgen leiden die Menschen in Jugoslawien noch heute. Giftiger Uranstaub und NATO-Blindgänger gefährden die Bevölkerung im Kosovo. Die Umweltfolgen der NATO-Luftangriffe sind bis heute nicht abschätzbar. Der Krieg hat, wie man heute weiß, die Probleme im Kosovo nicht gelöst, sondern verschärft. Es waren die Bilder von Massakern, ethnischen Säuberungen und Grausamkeiten der Serben, die auch bei uns Stimmung machten für diesen Krieg. Bilder, die sich heute vielfach als Kriegspropaganda der NATO entpuppen. Wichtiger Grund für den Krieg damals das angebliche Massaker von Ratschak. Doch daran gab es von Anfang an Zweifel. Hier in der Universität Pristina hatte die finnische Pathologin Helen Ranter die Toten untersucht. Ihr kamen Zweifel an einem Massaker in Ratschak. Die ganze Szene in diesem kleinen Tal sei arrangiert gewesen. Ich bin mir dessen bewusst. Diesen Schluss legen unsere ersten Untersuchungsergebnisse genauso nah wie auch unsere späteren forensischen Untersuchungen. Und diese Schlussfolgerung haben wir auch direkt an den Gerichtshof nach Den Haag weitergegeben. Es ist gar keine Frage, dass die UCK kaltblütig kalkuliert hat, dass der Verlust ihrer eigenen Zivilisten und deren weltweite Präsentation als Opfer die Voraussetzung war, um eine militärische Intervention des Westens zu erreichen. Auch dem deutschen Verteidigungsminister waren Zweifel an Walkers Darstellung von einem Massaker bekannt. Doch die Toten wurden benutzt, um Zweifel am Sinn der NATO-Angriffe verstummen zu lassen. Auch der damals leitende Bundeswehrgeneral bei der OSZE hatte vergeblich gewarnt. Zu einem Krieg, der völkerrechtswidrig war, das Leben von zahlreichen Zivilisten kostete und für den auch deutsche Politiker die Verantwortung tragen. Der Ex-CIA-Agent Robert Baer, der, wie andere CIA-Agenten, die Aufgabe bekam, einen Regierungswechsel in Jugoslawien vorzubereiten, bekennt in einem Interview mit dem Magazin Britic Folgendes. Ich erhielt Anweisungen, Slowenien bereitzumachen, die Unabhängigkeit zu erklären. Man hatte uns viel Geld gegeben, ein paar Millionen Dollar, um verschiedene NGOs, Oppositionsparteien und verschiedene Politiker zu finanzieren, die Hass entzünden. Es wird wieder einmal mehr deutlich, liebe Zuschauer, dass die heutigen Kriege bewusst durch Lügen und Vertuschung hervorgerufen und geschürt werden. Der Autor und ehemalige Gymnasiallehrer Frank-Rüdiger Halt bringt es so auf den Punkt. Der Krieg gegen den Terror ist schon als Begriff unsinnig. Denn Krieg ist die extremste Form von Terror. Krieg für Krieg sollen wir also für die neue Weltordnung gefügig gemacht und in sie hineingeführt werden. Diese Strategie gilt es zu durchschauen und ihr nicht durch unsere Passivität in die Hände zu spielen. Denn nur solange die Masse schläft, haben diese Kriegstreiber freie Hand. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. Der jugoslawische Präsident Milosevic führt dort einen erbarmungslosen Krieg. Wir führen keinen Krieg, aber wir sind aufgerufen, eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen. Dieser Film zeigt auch, wie Tatsachen verfälscht und Fakten erfunden, wie manipuliert und auch gelogen wurde. Die NATO behauptet, sie habe die Bomben geworfen, um das Leben der Kosovo-Albaner zu schützen, vor den Serben. Doch als die ersten Bomben einschlugen, waren diese Bilder zu sehen. Originalton im serbischen Radio. Eine große Gruppe feindlicher Flugzeuge nähert sich Belgrad. Wir bitten alle Bürger, ihre Lichter auszumachen. Nachdem sie die Räume verdunkelt haben, appellieren wir an sie, den Strom abzuschalten. Achtung, eine große Gruppe feindlicher Flugzeuge in Richtung Belgrad.
Bürger, bleibt in euren Schutzräumen und wartet auf die Empfehlungen aus dem Informationszentrum. Ende der Durchsage. Wir wären ja auch niemals zu militärischen Maßnahmen geschritten, wenn es nicht diese humanitäre Katastrophe im Kosovo gäbe, mit 250.000 Flüchtlingen innerhalb des Kosovo und einer zurzeit nicht zählbaren Zahl von Toten. 39 Tote im gesamten Kosovo, bevor die NATO-Bomber kamen. Drohte also eine humanitäre Katastrophe? Der damals leitende deutsche General bei der OSZE und eine amerikanische Diplomatin, die damals im Kosovo war, erinnern sich. Die Legitimationsgrundlage für die deutsche Beteiligung war die sogenannte humanitäre Katastrophe. Eine solche humanitäre Katastrophe als völkerrechtliche Kategorie, die einen Kriegseintritt rechtfertigte, lag vor Kriegsbeginn im Kosovo nicht vor. Bis zum Beginn der NATO-Luftangriffe gab es keine humanitäre Krise. Sicher, es gab humanitäre Probleme und es gab viele Vertriebene durch den Bürgerkrieg. Aber das spielte sich so ab. Die Leute verließen ihre Dörfer, wenn die Serben eine Aktion gegen die UÇK durchführten, und kam danach wieder zurück. Tatsache ist, jeder wusste, dass es erst zu einer humanitären Krise kommen würde, wenn die NATO bombardiert. Das wurde diskutiert. In der NATO, der OSZE, bei uns vor Ort und in der Bevölkerung. Ein eindeutiges Urteil. Gewalt im Kosovo. In keinem einzigen Bericht der OSZE findet sich auch nur ein Indiz für eine drohende humanitäre Katastrophe. Was die internationalen Fachleute beobachteten, waren Situationen wie diese. Rebellen der sogenannten Kosovo-Befreiungsarmee UÇK kämpften gegen reguläre jugoslawische Truppen. Die NATO in Brüssel kannte die Berichte der OSZE. Sie deckten sich mit ihren eigenen Beobachtungen, blieben aber intern. Diese Erkenntnisse wurden damals nicht auf einer der vielen NATO-Pressekonferenzen veröffentlicht. Mehr noch, auf der letzten Tagung des NATO-Rates vor Kriegsbeginn am 14. März 1999 wurde berichtet, die Gewalt gehe eher von terroristischen Aktionen der UÇK aus. Die Serben übten dann allerdings mit unverhältnismäßiger Härte Vergeltung. Dennoch drohte die Lage im Kosovo zu der Zeit nicht außer Kontrolle zu geraten. Die NATO-Führung bereitete sich trotzdem längst auf einen Angriff gegen Jugoslawien vor. Zur gleichen Zeit im deutschen Verteidigungsministerium. Auch dort war keine Rede von einer drohenden humanitären Katastrophe. In den Unterlagen des Bundesministers für Verteidigung zur Lage im Kosovo stand nämlich etwas ganz anderes, als Rudolf Scharping in der Öffentlichkeit verkündet hatte. Zitat aus den geheimen Lageberichten des Verteidigungsministeriums. In den vergangenen Tagen kam es zu keinen größeren bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen serbisch-jugoslawischen Kräften und der UÇK. Die serbischen Sicherheitskräfte beschränkten ihre Aktionen in jüngster Zeit auf Routineeinsätze wie Kontrollen, Streifentätigkeit, Suche nach Waffenlagern und Überwachung wichtiger Verbindungsstraßen. Dennoch, hinter dieser Tür, dem mehrfach gesicherten Eingang zur militärischen Organisationszentrale, liefen die Vorbereitungen für den Angriff weiter. Als dann jedoch die ersten Bomben fielen, sank in den NATO-Ländern die Unterstützung für den Krieg. Die Stimmung in der Bevölkerung drohte sogar zu kippen. Die politischen Führer spielten nun die entscheidende Rolle für die öffentliche Meinung. Sie sind die demokratisch gewählten Vertreter. Sie wussten, welche Nachricht jeweils für die öffentliche Meinung in ihrem Land wichtig war. Wenn wir die öffentliche Meinung in Deutschland verloren hätten, dann hätten wir sie im ganzen Bündnis verloren. Der Kampf um die öffentliche Meinung war härter geworden. Und die Gangart auch. Schlichte Meinungsmache, Kriegspropaganda für den Hausgebrauch, das reichte jetzt nicht mehr. Pristina, die Hauptstadt des Kosovo, war Schauplatz einer perfiden Propagandageschichte. Im Mittelpunkt stand das Fußballstadion. Doch damals sollen die Serben hier ein KZ für Kosovo-Albaner betrieben haben, ganz nach Nazi-Manier. Viel wichtiger ist die Frage, was geschieht jetzt im Kosovo? Wenn ich höre, dass im Norden von Pristina ein Konzentrationslager eingerichtet wird, wenn ich höre, dass man die Eltern und die Lehrer von Kindern zusammentreibt und die Lehrer vor den Augen der Kinder erschießt, wenn ich höre, dass man in Pristina
die serbische Bevölkerung auffordert, ein großes S auf die Türen zu malen, damit sie bei den Säuberungen nicht betroffen sind. Dann ist da etwas im Gange, wo kein zivilisierter Europäer mehr die Augen zumachen darf, außer er wollte in die Fratze der eigenen Geschichte schauen. Das S zum Schutz der Serben hat in Pristina auf keiner einzigen Tür geprangt. Wenn aber einer etwas mitbekommen hat, dann müsste es Schaban Kelmendi gewesen sein, ein kosovarischer Politiker. Sein Haus liegt direkt am Stadion und während des Krieges hat er Pristina keinen Tag verlassen. Wie Sie sich selbst überzeugen können, blickt man von hier aus genau auf das Stadion. Man kann alles sehen. Es hat damals dort keinen einzigen Gefangenen oder eine Geisel gegeben. Das Stadion hat immer nur als Landeplatz für Helikopter gedient. Das Fußballstadion von Pristina, ein Konzentrationslager, wie Rudolf Scharping es vollmundig verkündet hatte? Im besten Fall gutgläubig weitergetragene Propaganda. Wahrscheinlich aber schlicht eine frei erfundene Gräuelgeschichte. Ich finde es im Grunde genommen ungeheuerlich, dass gerade Deutsche diese Vergleiche gewählt haben. Nicht die einzige Kriegslüge, die man in die Welt setzte, um die Unterstützung der Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten. Eine Geschichte, die später im fernen Deutschland Schlagzeilen macht. 2 Monate vor Beginn der NATO-Luftangriffe. Plötzlich hörten die Nachbarn von Chef Gerd Berisha Schüsse. Was war passiert? Morgens kurz nach 5 ging es drüben im Haus meines Nachbarn Chef Gerd Berisha los. Es waren Schüsse aus Maschinengewehren. Ja, erst nach 3 oder 4 Stunden hörte die Schießerei auf, kam eine Gruppe Polizisten aus dieser Richtung dort auf uns zu. Ich lief weg. Dieser zerschossene rote Kleinbus erinnert noch heute an jenen Tag. Doch was war genau in Rugovo geschehen? Ein Massaker der Serben an unschuldigen Zivilisten, sagte Rudolf Scharping. 2 Monate später präsentierte der Verteidigungsminister seine Beweise. Es sind erschütternde Bilder. Deshalb führen wir Krieg, titelte auch die Presse und veröffentlichte die Bilder Scharpings. So also entstanden diese Bilder einer angeblichen Exekution, die Minister Scharping präsentierte. Bilder, die mit den tatsächlichen Ereignissen nichts zu tun hatten. Zu einem Massaker hat es eigentlich der deutsche Verteidigungsminister dann interpretiert. Während Scharping von einem Massaker berichtet, das keines war, und von einem KZ, das es nie gab, war der Kosovo-Krieg weiter in vollem Gang. In Deutschland wie in den USA wurde für diesen Krieg Stimmung gemacht. Es war auch notwendig, denn der Krieg der NATO war völkerrechtswidrig. Nur die Vereinten Nationen, deren Hauptquartier hier in New York ist, hätten ein Mandat für den Angriff geben dürfen. Doch dieses Mandat hat es nie gegeben. Bei den Vereinten Nationen wird um den Krieg gestritten. Zur gleichen Zeit fliegen NATO-Bomber bereits Angriff um Angriff. 6000 Mal und immer ohne UN-Mandat. Ganz überraschend ist es nicht. Bereits 1993 hatte US-Präsident Bill Clinton die Grundzüge dieser US-amerikanischen Außenpolitik in einem geheimen Regierungsdokument festgelegt. Der Titel: Mit den Vereinten Nationen, wenn möglich, ohne sie, wenn nötig. Die NATO, heißt es darin, soll die Entscheidungskriterien für die UN festlegen und nicht umgekehrt. Der Kosovo-Einsatz ohne UN-Mandat, das ist ein klarer Bruch des Völkerrechts. Der deutsche Verteidigungsminister hat ihn mitgetragen. Doch warum? Ein wichtiger politischer Berater der US-Regierung, Wayne Mary, hatte Zugang zu den geheimen Planungsunterlagen der US-Regierung. Manche Regierungsleute aus dem Außenministerium reden davon, dass Kosovo nur der Auftakt ist für zukünftige Kriege der NATO, die noch viel entfernter sein werden. Für Washington ging es nicht um die Demonstration der amerikanischen Führungsrolle in der NATO. Die wurde nie bestritten. Man wollte zeigen, dass die NATO überhaupt noch einen Zweck hat. Und dieser Zweck ist etwas ganz anderes als die rein defensiven Aufgaben, für die die NATO gegründet wurde. Jeden Abend und in jeder Nachrichtensendung war es nun zu sehen. Leid, Flucht und Vertreibung. Doch in Deutschland haben diese Bilder offenbar nicht ausgereicht. Jetzt hieß es, von langer Hand hätten die Serben die Vertreibung dieser Menschen und die ethnische Säuberung des Kosovo geplant. Mord und Vertreibung im Kosovo erhielten einen Namen. Operationsplan Hufeisen.
Ich will Ihnen ausdrücklich auch für morgen ankündigen, eine genaue Analyse dessen, was sich auf der Grundlage des Operationsplanes Hufeisen in den Monaten seit Oktober 1998 im Kosovo vollzogen hat. Er zeigt sehr deutlich, dass in klar erkennbaren Abschnitten die jugoslawische Armee, die jugoslawische Staatspolizei begonnen hat, in der Zeit von Oktober bis zum Beginn der Verhandlungen in Rambouillet die Vorbereitungen für die Vertreibung der Bevölkerung nicht nur zu treffen, sondern diese Vertreibung auch schon begonnen hat. Und zum Beleg dieses Foto. Doch die Datenzeile weckt Zweifel, denn sie zeigt das Aufnahmedatum. April 99, also nach Beginn der NATO-Luftangriffe. Die Bewohner haben das Dorf am 25. März nach den Luftangriffen der NATO verlassen. Mit einer planmäßigen Vertreibung der Zivilbevölkerung hat das wenig zu tun. Wie haben Sie sich darüber informiert, was in diesem Ort geschehen ist? Das sind Ergebnisse der Luftaufklärung. Das ist ja nicht so schwer, entsprechende Bilder zu bekommen, jedenfalls solange sie keine geschlossene Wolkendecke haben. Doch nicht nur das Dorf Randubrava führt Rudolf Scharping in seiner Broschüre als Beweis für den Hufeisenplan an. Auch ein Dorf namens Sanovici soll vor den NATO-Luftangriffen zerstört worden sein. Doch auch dieses Foto entstand später, im April 99, ebenfalls nach Kriegsbeginn. Wieder kein Beleg für den sogenannten Hufeisenplan. Wohl aber ein weiterer Beweis für Manipulation und Fälschung im Verteidigungsministerium. Und später finden sich zwar noch die Abbildungen der beiden Dörfer, aber ohne die verräterischen Text- und Datenzeilen. In einer Neuauflage vom Mai 99 waren sie entfernt worden. Längst war bekannt, dass nicht nur militärische Ziele getroffen wurden, sondern auch zivile. Und die NATO setzte sowohl grausame Splitterbomben wie auch umstrittene Uranmunition im Kosovo ein. Trotz des unbeliebten und autoritären Regimes in Belgrad wurden in der deutschen Bevölkerung deshalb die Zweifel immer stärker, ob der Einsatz der Kampfflugzeuge gerechtfertigt war. Zwei Jahre nach dem Krieg deshalb noch einmal die Frage an Rudolf Scharping, was war denn nun mit dem Hufeisenplan? Wir hatten geheimdienstliche Informationen. Ich erhielt sie Anfang April 1999 über den Außenminister. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr herzlich begrüße ich Sie aus unserem Studio in Dresden zum heutigen Medienkommentar. Am 11. Juni 2014 haben wir in unserem Medienkommentar die Frage gestellt, werden Fernsehbilder vorsätzlich gefälscht? Wir hatten damals den skandalösen Vorgang dokumentiert, dass öffentlich-rechtliche Fernsehsender in ihrer Kriegsberichterstattung in mehreren Fällen falsche Fernsehbilder ausgestrahlt haben. Diese gefälschten Bilder wurden jeweils in sonderbarer Weise kommentiert. Zum Beispiel, das sollen Bilder sein. Oder, die genaue Herkunft der Bilder ist uns nicht bekannt. Diese eigenartigen Formulierungen haben die Frage aufgeworfen, ob das öffentlich-rechtliche Fernsehen gezielt juristische Tricks anwendet, um die Ausstrahlung von falschen Fernsehbildern rechtlich abzusichern. Nun sind wir von aufmerksamen Klagemauer-TV-Zuschauern auf weitere gefälschte Fernsehbilder hingewiesen worden. Aus diesem aktuellen Anlass möchten wir nun diese eingereichten Klagen in dieser Sendung behandeln. Am 20. Mai 2014 berichtete die ARD in den Tagesthemen, dass Zehntausende einem Aufruf des ukrainischen Multimilliardärs Rinat Akhmetov zu friedlichen Protesten gegen sogenannte russische Separatisten in das Fußballstadion von Donetsk gefolgt sein. Filmaufnahmen beweisen jedoch unzweifelhaft, dass sich zum angegebenen Zeitpunkt nur ca. 300 Personen im Fußballstadion befanden. Die ARD hatte ihre Kameras so positioniert, dass die Fernsehzuschauer über die tatsächliche Zahl der Demonstranten belogen werden konnten. Am 29. August 2014 veröffentlichte die ARD auf ihrer WDR5-Internetseite ein Foto, das eine russische Panzerkolonne in einer wüstenartigen Landschaft zeigt. Der Text der ARD zum Bild lautete: Russische Kampfpanzer fahren am 19.08.2014 noch unter Beobachtung von Medienvertretern in der Ukraine. Kurz nach Veröffentlichung des Fotos kam ans Licht, dass das Foto nachweislich im Jahre 2008 im Kaukasus aufgenommen wurde. Nach heftigen Protesten entrüsteter Leser entschuldigte sich die ARD schließlich und tauschte das Bild aus. Doch beim Austausch geschah etwas Unglaubliches. Die ARD ersetzte die Fälschung durch eine weitere Fälschung. Diese zweite gefälschte Aufnahme, die einen russischen Soldaten auf seinem Panzer zeigt,
entstand im März 2014 auf der Krim. Somit konnte auch dieses Bild die Behauptung, dass russische Truppen am 19. August in der Ukraine einmarschiert wären, nicht belegen. Folgerichtig musste die ARD nach Protesten auch die zweite Fälschung entfernen. Verehrte Zuschauer, können wir angesichts dieser in unseren beiden Sendungen dokumentierten Fälschungsreihe noch von Versehen sprechen, die auch Profis unterlaufen können? Unausweichlich stellt sich hier die ungeheuerliche Frage, ob das öffentlich-rechtliche Fernsehen vorsätzlich falsche Fernsehbilder sendet. Offenkundig ist, dass sich bei allen Fälschungen ein roter Faden eindeutig erkennen lässt. In allen aufgezeigten Fällen ist die Absicht unverkennbar, dass den Zuschauern gezielt sowohl Russland als auch die prorussischen Separatisten als Feindbild indoktriniert werden sollen. Sind die sogenannten öffentlich-rechtlichen Sender in die Hände kriegstreiberischer Kräfte geraten? Lassen Sie uns gemeinsam wachsam sein und kriegstreiberische Absichten entlarven. Reichen Sie eine Klage bei uns ein, wenn Ihnen ähnliche Fälle bekannt sind. Bitte verbreiten Sie diese Sendung unter dem angegebenen Link weiter, damit auch Ihre Freunde und Bekannte nicht mehr länger durch offensichtliche Medienlügen betrogen werden können. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und danken für jede Unterstützung. Auf Wiedersehen. Stopp dem Medienterror. Massenmedien, allen voran die sogenannten öffentlich-rechtlichen, gehören zu den weltweit gefährlichsten Organisationen überhaupt. Denn Mainstream-Medien sind größtenteils willfährige Handlanger von Kriegstreibern geworden. Menschenfreundlich getarnte Angriffskriege werden allem voran über sogenannte öffentlich-rechtliche Massenmedien gerechtfertigt und zugerüstet. Massenmedien tragen daher eine wesentliche Mitschuld an vielen Kriegen. Langjährige Untersuchungen haben ans Licht gebracht, dass die vielgepriesene Medienvielfalt eine einzige Täuschung der Völker ist. Der Großteil der Massenmedien liegt dazu in nur sehr wenigen Händen. Mainstream-Medien bilden insgeheim die erste und nicht etwa die vierte oder fünfte Macht im Staat. Die Medien sind in den westlichen Ländern zur größten Macht geworden, mächtiger als die Legislative, die Polizeigewalt und die Rechtsprechung. Alexander Solzhenitsyn. Klagemauer TV. Klarheit durch intelligente Analytiker. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Medienklagemauer TV. Das Internet TV. News ab 19.45 Uhr. Medienklagemauer TV ist eine Gegenstimme zu den Mainstream-Nachrichten und ermöglicht es, sich seine eigene Meinung zu bilden. Die anderen Nachrichten. Frei, unabhängig, unzensiert. Was die Medien nicht verschweigen sollten. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.